Action! Das krasseste Spektakel, das die Welt jemals gesehen hat, das Nerf Arena Battle. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Dumitru und ich bin unfassbar froh, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und noch glücklicher bin ich, dass sie hier mit am Start ist und das ist die AK. Wie aufgeregt bist du? So aufgeregt, weil im Bootcamp war ja schon aufregend. Und jetzt ist quasi nochmal aufregend zum Quadrat. Ist so, das war alles ein Kindergarten, was wir bisher gesehen haben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch nochmal an. Aber das, was wir hier jetzt abfeuern werden, ist wirklich grandios. Wir haben eine absolute Weltpremiere. Unterhaltung, Action, Spaß, all das, wofür Nerf steht, all das, wofür wir stehen. Und wir haben ein paar tolle Überraschungen vorbereitet. Und ich möchte mal sagen, Überraschungsgäste. Und die Sachen sind so geheim, die kennen unsere Gäste noch nicht mal. Nö, und wir auch nicht. Und wir können es kaum erwarten, deswegen geht's jetzt los. Und der Umstand, dass wir hier stehen, heißt natürlich, dass wir nicht diejenigen sind, die sich heute beweisen müssen. Wir stehen am Rand und geben kluge Kommentare ab. Unsere Teams, das sind diejenigen, die heute arbeiten müssen. Das sind nämlich Team Elite und Team Ultra. Kommt mal ran. Herzlich willkommen. Gute Laune, Leute. Ihr seid schon alle in voller Montur, seid schon nass. Warum? Erklären wir euch gleich erstmal, was hier überhaupt heute passiert. Jawohl, denn ihr müsst ja heute insgesamt 3 Challenges bewältigen. 2 davon könnt ihr als Team, ihr habt ja jetzt auch schließlich lange genug nacheinander gesucht. Da solltet ihr auch mal noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Eine romantische Story. Ne? Aber die allerletzte Challenge, die müssen unsere Team-Captains ganz alleine schaffen. Das bedeutet, die Kollegen müssen dafür sorgen, dass vielleicht sogar genug Punktevorsprung da ist, dass die Teams sich entspannen können. Punkte ist ein sehr gutes Thema. Runde Nummer 1 gibt 1 Punkt und einen Joker, den wir jetzt noch nicht verraten. Das wird dann am Ende preisgegeben. Der Captain. Ich kann euch schon mal garantieren, das wird richtig spannend. Runde 2 gibt 2 Punkte und damit es noch spannender wird, Runde 3 mit 4 Punkten. Und dann werden wir sehen, wer das Arena-Battle gewinnt. Wir spielen nämlich heute Wellenreiter. Das bedeutet, wir schicken gleich jeweils einen aus jedem Team ins Wasser. Wir schmeißen die Wellenmaschine an. Ihr müsst auf dem Surfbrett sitzen, sehen wir so hoffentlich stehen. Aber ich meine, sitzen könnt ihr auch, je nachdem, wie es am besten funktioniert für euch. Ne? Ihr müsst so viele von unseren Dosen treffen, wie geht. Wenn ihr die Dosen alle abgeräumt habt, dann habt ihr gewonnen. So ist es. Easy, sagst du da hinten? Okay. Ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt alle, ich würde es mich genauso fragen, warum mache ich das eigentlich? Klar will ich Spaß, Action will Nerf und. Aber es gibt dann am Ende des Arena-Battle natürlich etwas Wahnsinniges in die Höhe zu recken. Und das ist das hier. Guckt euch diesen Pokal an. Sieht der nicht fett aus, Leute? Wer von euch will den haben? Den holen wir uns auf jeden Fall. Da glitzern die Augen. Wir sind sehr gespannt, wer am Ende in die Höhe recken wird. Genau, was wir noch klären müssen ist, es kann ja immer nur einer ins Wasser. Wer ist im Wasser? Wer ist der Support am Boden? Wir durften ja gerade schon ein bisschen üben und ich habe mich für den Kev entschieden, der das Ganze macht für mich. Ich hätte schon Bock gehabt, gegen Moritz anzutreten, ja. Aber wir haben ja noch das große Finale am Ende. Das heißt, wir kriegen ja noch unser Duell und ich glaube, der Kev ist der Bessere für das Surfbrett. Weil ich habe da nicht so viel Talent, aber bei dir sah das sehr, sehr gut aus. Vor allem kann ich dir die Punkte holen, Captain. Genau, ich vertraue dem Kev. Sehr gut. Also, Ultra. Ja, wir haben wirklich lange überlegt und haben uns am Ende des Tages für Moritz entschieden. Ja. Ja. Irgendeiner von euch. Welcher Moritz von uns zu beiden sein wird, das werdet ihr dann gleich sehen. Irgendeiner wird gleich strahlen und lächeln. Wir werden es sehen. Wir haben auf jeden Fall die absolute Expertise aus der Nerf Dart Blaster Liga hier am Start mit dem Kev und mit dem Moritz. Also ihr wisst, wie man am Blaster zugange ist. Wenn ihr es mal verpasst haben solltet, schaut nochmal rein auf dem Nerf Teamsport Kanal. Es lohnt sich. Und was sich jetzt auch lohnt, ist nicht mehr zu warten, sondern direkt loszulegen. Geht mal ab auf eure Position. Wir machen uns so langsam startklar. Die ziehen sich an und wir haben natürlich AK noch was Kleines vorbereitet. Ja, Team Momo meint jetzt, sie haben das krasse Geheimnis, weil wir nicht wissen, welcher Moritz kommt. Wir haben noch ein viel besseres Geheimnis. Magst du vielleicht mal vorbeikommen, Bob? Ja. Das hier ist unser Murph. Das hier ist das personifizierte Gefühl von Nerf. Wenn ihr einen Blaster in die Hand nehmt, dann fühlt ihr euch genau so. Und der hier, der wird hier jetzt gleich, während die Jungs hier auf dem Surfbrett sind, für so ein bisschen Action sorgen. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber es wird sehr spaßig. Auf die Plätze! Fertig! Los! Auf geht's, Kev! 5 Minuten! Oh mein Gott, da ist direkt einer gelandet! Wow. Was? Weiter runter! Nicht so hoch!
Ziel weiter unten. Hier ein Hinterhaut und was passiert denn hier? Hai. War das ein Hai? Ja, der Murph, den haben wir gerade angekündigt. Er spiegelt das tolle Nerf-Gefühl wieder und bringt dir ein bisschen Spaß und Action ran. Weiter unten ziehen, weiter unten ziehen. Wie wär's mit einem Hai? Ist so. Ey, guck dir das mal an, was der Moritz hier macht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Der haut ja die Becher hier um. Wie sonst noch was? Der Kev hat da drüben Probleme. Da sind das erste Mal auch auf der anderen Seite Becher gefallen. Ist so. Und jetzt wird gerade gewechselt. Oh, stimmt, ist ja leer. Ist ja leer. Das heißt, Moritz im Support, sehr eifrig. Da kommt das nächste Krokodil. Wow. Oh mein Gott, es ist wolkig mit Aussicht auf Haie. Oh, jetzt sieht er ganz genau der Murph und der Hai fliegt. Angeheilt, angeheilt. Wer sich gut hält, ist der Kev da drüben. Aber man muss dazu sagen, dass er gerade nicht wir so wirklich... Wir haben ihn verloren. Moritz ist abgetaucht. Moritz verliert jetzt natürlich Zeit. Er darf zurückkommen. Aber das bedeutet für Kevin natürlich, dass er viel mehr Zeit jetzt hat. Kevin hat jetzt alle Zeit der Welt und kann ganz in Ruhe versuchen, die Sachen abzuräumen. Ne? Ganz in Ruhe ist gut. Ne? Oh, jetzt hat das langsam raus. Jetzt hat das langsam raus. Oh ja, oh ja. Das heißt, er muss noch mal... So, der Kommando ist auch bei ihm leer. Ablenkungskrokodil von links. So, und was macht der Kevin? Er packt sich den Shockwave. Den hat er sich vorbereiten lassen von Finn. Oh, Kevin fällt. Was natürlich in der Zeitlupe großartig aussieht. Ja. Sauer ist er. Aber dafür sind Murph auch die Krokodile ausgegangen. Das auch noch dazu. Die Krokodile, die häufen sich da hinten. Ja? Murph, komm einmal zu uns. Zeig uns mal so ein bisschen. Einmal schön die Leute. Gute Laune hier. Wir haben, wenn ich auf die Zeit gucke, wir haben noch 20 Sekunden. Und Kevin. Das ist viel zu spannend. Oh mein Gott, da ist es jetzt. Es ist nur noch eins übrig. Nur noch einer bei Moritz. Eine einzige Dose steht. Auf der anderen Seite vier. Schneller, 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 los! Ihr kriegt das hin. Vier, drei, zwei, eins. Schluss, 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 Schluss. Damit hat Moritz in dem Fall es geschafft, mehr abzuräumen als Kevin. Aber wisst ihr was? Wir haben noch eine dicke, fette Überraschung. Wir wollen sie alle im Wasser sehen. Deswegen switchen wir einmal und lassen die anderen auch aufs Board. Krass! Auf die Plätze! Fertig! Los! Und die Zeit läuft! Fünf Minuten ab jetzt gilt es, sich zu halten auf dem Board. Sich festhalten und zielen. Und zielen. Präzision, Kraft, Gleichgewicht, all das im Einklang, um ordentlich umzubechern. Da ist der erste Becher. Wow. Der erste Becher fällt. Ich gucke immer so drauf, wie die sich an der Stange halten, weil die kriegen das ganz gut unten so gut ausgeglichen mit ihren Beinen. Aber an der Stange ist man dann doch... Oh, Moritz fällt. Jetzt kann Finn natürlich vorlegen. Da heißt es nicht, hey Moritz, sondern ciao Moritz. Da ist er erstmal weg. Aber dafür kommt auch Murph mit dem ersten Krokodil und von links. Direkt auf Finn. Und wird sie... Nein, das hat ihm gar nichts gemacht. Finn lässt sie nicht aus der Ruhe bringen. Der ist sehr konzentriert und haut da nochmal weg. Und guckt sie an. Oh, da hat direkt das nächste gehauen. Murph bringt sich in Position, denn wenn nur einer im Wasser ist, dann kann er ja nur einen treffen. Absolut. Und es ist ganz viel... Oh, er täuscht an. Guck ihn an. Murph. Da weiß man gar nicht, was passiert. Frech. Und wieder rein. Kommt der Hai. Da kommt der Hai. Da kommt der Hai. Der Finn steht da. Und aber das Boot währenddessen, es ist schon das nächste gefallen. Aber Moritz ist gleich auch wieder im Wasser. Gleich ist gut. Okay, das hat ja Ewigkeiten gedauert. Der hat bestimmt 30 Sekunden verloren in der Zeit. Vorsicht. Oh, da ist schon das nächste geflogen. Und nochmal das nächste. Bei Finn ist auch ganz interessant zu sehen. Auch bei ihm Moritz ist die Binde abgeschnürt. Was ist los bei euch? Moritz hat irgendwie die falsche Welle erwischt. Es läuft nicht. Das sieht nicht gut aus. Es soll nicht sein. Oh, guck dir das an. Der Hai hat ihn fast erwischt. Sehr, sehr solide. Trotzdem trifft er. 3 Minuten 25 sind um. Und auch jetzt geben seine Beine nach das Gleichgewicht. Und jetzt die große Möglichkeit für Moritz, nochmal Gas zu geben. Moritz jetzt zielt. Oh, da kommt das Krokodil. Das war die allerbeste Idee, AK. Man muss ja sagen, das war ihre Idee, dass man Murph hierher holt. Das da. Und dass man ihn einsetzt. Großartig. 5 Minuten sind um Schluss, Leute. Schluss. Wir schauen jetzt vorbei. Wir holen jetzt alle hierher und schauen ganz genau auf die Punkte, wer wie viele abgeräumt hat und können dann entscheiden, wer den ersten Punkt und was bekommt. Unseren Joker. Unseren Joker. Die Zeit ist vorbei, unsere zweite Runde auch. Ich würde sagen, wir warten mal auf die Jungs. Kommt ran, Jungs.
ey. Ich hab so viele getroffen, oder? Das ja, war so gut, hast ja, ja. Ich hab das gesehen, wie krank, also ihr habt es alle gesehen, oder? Wie heftig das gar war. Kein Captain Finn hat alles geregelt. Das war so anstrengend. Leute, sag mal, hat's Bock gemacht? Ja. Ach so. Mega. Ach so, das ist gar nicht meine Seite gewesen. Nein. Aber jemand hat ganz genau aufgepasst. Ja, seid ihr denn gespannt auf euren Punktestand? Ich werde ihn mitteilen. Und zwar, Team Momo hat am Anfang richtig vorgelegt mit 12 Punkten. Also noch nichts aber. Finn und Kev hatten 8, aber dann kam die Aufholjagd. 9 Punkte von euch. Bei dir hast du jetzt eher nett stehen gelassen, fand ich auch gut, da müssen wir nicht aufräumen. Das ist auch ein bisschen so, man muss auch mal so bechern, weißt du, die werden jeden Tag hier umgeworfen, weißt du, heute war Quatschkopf. Lassen wir sie einfach mal stehen. Nee, finde ich gut. Also als Becherfreund ist es damit. Ist es damit bei 12 geblieben und wir haben dafür 17 für euch und damit habt ihr gewonnen. Let's go! Yeah. Ihr bekommt einen Punkt und ihr bekommt einen Joker und ihr könnt euch entscheiden. Wollt ihr ihn einsetzen beim nächsten Spiel oder beim alles entscheidenden Finalspiel, das aus verschiedenen Phasen besteht und da dürft ihr euch eine Phase auswählen. Wollt ihr erstmal wissen, was der Joker ist? Was ist denn das? Wissen wir schon, was das nächste Spiel ist? Das wissen wir tatsächlich. Ihr dürft euch gleich entscheiden. Aber ich will erstmal revealen, was oder wer der Joker ist. Es ist niemand Geringeres als Handballlegende, DHB-Pokalsieger, mehrfacher EHF-Pokalsieger, Vereinsweltmeister, Olympionike und krassester Experte an Nerfblasern. Es ist Silvio Heinevetter! Let's go! Also der Joker ist Gold wert. Das sah schon mal gut aus hier. Ja, sah richtig gut aus. Das sah richtig gut aus. Silvio, du kennst dich absolut aus als Torwart mit schnell fliegenden Objekten. Würdest du einen Dart aus einem Nerfblaster gefeuert auch so einfach fangen können? Ja, da muss ich Glück haben. Also beim Abfeuern bin ich bedeutend besser. Wer von den beiden Teams, klar, wir kennen die Punktzahl, wer hat sich denn aber trotzdem besser angestellt? Was meinst du? Naja, der Gewinner. Dankeschön. Richtiger Sport, also ist es. Okay, so. Dann haben wir herausgefunden, wer den ersten Punkt hat. Es gibt natürlich noch weitere Punkte zu vergeben und wir wollen nicht so viel Zeit verlieren. Wir wollen direkt weitermachen. Action, Spaß, Unterhaltung und ab in die nächste Challenge. Dafür geht's nach draußen. Dafür wird was gemacht, AK? Gebaggert! Es geht vom Pool auf den Bau, denn jetzt spielen wir Blaster gegen Bagger. Marc, was ist das? Was das? Was das ist, das werde ich euch jetzt erklären. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr bestimmt einen aus dem Team, der feuert. Der schnappt sich den Ultra Strike, hat 3 Magazine, diese beiden Kescher zu füllen. Klingt eigentlich ganz einfach, ist es aber nicht unbedingt, denn das gegnerische Team hat die Möglichkeit, einen zu bestimmen, der eben nicht feuert, ab in den Bagger und den links und rechts schwenken zu lassen, um sich in den Weg zu stellen und die Darts dann auch daran zu hindern, in die Kescher zu kommen. Am Ende gucken wir, welches Team die meisten Darts in die Kescher abgefeuert hat und die auch dort drin gelandet sind. Ja, das Team gewinnt und bekommt die 2 Punkte. Ja, wir haben euch ja ein bisschen Vorsprung gelassen vorne, das war alles Absicht. Jetzt werden wir dann mal wieder einholen, ist ja klar. Ne? Das war ja alles ein bisschen für die Spannung hier, ne? Für die Spannung. Das glauben wir nicht, Surprise! Denn wir haben natürlich noch einen Joker. Und wir haben entschieden, nach dem ersten Sieg den zweiten auch direkt dingfest zu machen. Und deswegen werden wir den Joker auch einsetzen in der Runde. Spielst du Nerf bei diesigem Wetter, schnapp dir Silvio Heinevetter! Da ist er, komm rein! Gute Entscheidung, Männer. Das wird ein sicheres Ding. Und holst du den Sieg vor uns? Jetzt bin ich hier, oder? Aber sag mal, was wird Silvio machen? Wird er in den Bagger gehen oder wird er feuern? Silvio Captain? Wird feuern. Oh, ja. Wo rein? In diese kleinen Dinger da? Ja. Netzer, sehr gut. Ja, bei uns ist mal wieder ganz klar, wer das macht. Das ist wieder mit dem Moritz sein wieder. Ja. Aha, also, okay. Also, gut, weil ihr jetzt keine so wahnsinnig gute Figur gemacht habt auf dem Surfbrett, dürft ihr beginnen. Ihr schnappt euch den Ultra Strike, dran denken 3 Magazine, Obacht. Ihr ab in den Bagger, da wo Murph gerade ist. Murph, komm raus jetzt! Ja. Okay, auf geht's, Leute! Let's go! Alles klar, Moritz, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, Finn ist bereit. Sieht der Finn mich hin? 3, 2, 1, los! Oh, da hat er den ersten. Magazin wechseln. 3 Magazine hast du. Kein Problem, es geht nicht auf Zeit. Genau, lass dir Zeit. Genau das ist genau richtig. Verantäuschen. Alles easy. Oh, lass dir Zeit zum Zielen, Moritz. Du hast 3 Magazine. Schau ich an. Der Finn kann nicht so schnell, wie er will, oder? Oha. Ja, leer. Das dritte Magazin. Wow.
Eins geht noch. Let's go. Zielt der gut oder nicht? Ah, jetzt nicht mehr. Oh, Finn. Wow. Da war er direkt. Waren aber schon da war er direkt. Finn, let's go. Schön, Moritz. Ah, okay. Mindestens die Hälfte abgeblockt. Wahnsinn. Und drei Magazine leer. Wir sind durch. Jetzt geht's zur nächsten Runde. Ich hoffe, das war's. Selbst ich muss neidlos gestehen, das war ziemlich gut. Das war wirklich gut gemacht. Wir zählen jetzt mal, wie viele Darts im Kescher sind. Und dann geht's gleich weiter. So, wir haben alle Darts eingesammelt. Smiley, magst du mir die Ehre erweisen? Ich werf sie hin und du zählst mit. Okay, wir haben nicht so viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 19 Darts für euch, dann schauen wir doch mal. Ne? Richtig, wie es weitergeht. Nächste Runde, Silvio am Zug. Oh Gott, du bist bereit, Silvio? Du bist bereit, Smiley? In 3, 2, 1, los! Okay, oh, angetäuscht! Zack, das kennt er aus dem Handball. Selbst als Torwart hat er noch mal angetäuscht hier. Da ist einer drin. Der zweite? Noch einer. Das sieht gut aus. In die Mitte auch. Eigentlich war seine Stärke immer das Tor verhindern. Ist so. Und jetzt ins Tor rein. Ne? Jetzt gibt es einen Wechsel. Genau. Das sah aber schon mal gut aus. Der Timer läuft. Hey, Konzentration. Oh, der hat angetäuscht. Schau mal. Nochmal so. Kriegt er das jetzt? Die Zeit. Einer drin. Noch einer. Auf den Bagger. Und die Mitte, oder? Ja. Mal Smiley auch voller Konzentration. Ja, Smiley hat Probleme, hinterherzukommen. Einer nach dem anderen geht da rein. Okay. Und das Magazin wird gewechselt. Es ist so spannend. Oh mein Gott. Die letzten Darts. Ich weiß nicht, ob das bis jetzt schon reichen würde. Silvio auch so entspannt einfach. Okay. Und in der Mitte? Komplett routiniert. Aber Moritz macht das auch nicht schlecht im Baller. Moritz macht das richtig gut. Was soll er machen? Ne? Das will nicht so schnell wie er. Sind welche rausgefallen? Ja, da sind es. Oh, abgewehrt, Junge, let's go! Oh, das Magazin ist leer. Es könnte Gleichstand sein. Wir werden sehen. Wir schnappen uns die Darts und zählen durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwei Punkte sind somit vergeben und der Joker hat sich gelohnt. Bevor es in die nächste Phase geht, Leute, Silvio, es geht dort um Präzision, um Ausdauer, Schnelligkeit und. Hast du irgendwelche Tipps für unsere Kontrahenten? Ja, es geht ja im Finale in den Parcours, von daher nehmt euch die Zeit, rennt zügig, aber beim Abfeuern nehmt euch ein, zwei Sekunden der Mann und dann der Ruhe. Attacke. Das hat man auch bei dir gesehen. Du bist immer ruhig geblieben, hast taktiert, voll gut. Wenn es kein Zeitlimit gibt, nutzt es aus. So ist es, Silvio. Schön, dass du dabei warst und dass du so viel Spaß hattest. Wir gehen jetzt direkt über in den Parcours und der lautet Nerf, so geht Action-Parcours. Los geht's, Leute. Es geht los zur allerletzten Challenge, der Nerf Arena Battle Challenge. Es ist so aufregend, denn unsere Kapitäne müssen sich ja jetzt beweisen, ganz alleine. Und wollt ihr wissen, für was ihr kämpft? Ja. Sollen wir uns das mal anschauen? Ja, das gucken wir uns an. Hä? Was sind denn das für Bilder? Ich dachte, die sind unter Verschluss. Wir machen direkt weiter. Ich denke, wir sollten loslegen und die Regeln erklären. Ja, ich zeige euch einfach mal. Kommt mal mit Reisegruppe Nerf. Ja, wir gucken uns das jetzt alles noch mal an. Und zwar haben wir hier einen relativ großen Parcours. Wir beginnen hier am Bungee Run. Da werdet ihr an ein Bungee Cord gehängt, müsst dem Widerstand widerstehen, losrennen und mit dem Blaster die Becher umzimmern. Dann entgurtet ihr euch, lasst den Blaster hier liegen und lauft hier durch den Parcours. Ihr seht, es ist ein bisschen eng, da liegen eine Menge Reifen, da müsst ihr elegant durch. Der Erste hat auch die Ehre, durch die Würfelwand zu brechen. Also, ich würde mich sputen, ja. Direkt beim Nächsten werden tatsächlich auch eure Kollegen wieder relevant. Denn ihr könnt zwar auf die beiden Becher zielen, ihr seht die nur nicht, denn wir verbinden euch die Augen. Und eure Kollegen müssen euch sagen, wohin ihr zielen müsst. Hoch, runter, links, rechts. Danach
dürft ihr wieder gucken, wenn ihr es geschafft habt. Ihr dreht euch um und da warten Mysteryboxen auf euch. In jeder Mysterybox ist ein Blaster. Vielleicht hat ein Blaster einen Vorteil. Bei der nächsten Challenge, da warten nämlich Drohnen auf euch. Auf den Drohnen sind kleine Kescher. Die fliegen hoch und runter. Und sobald ihr den Blaster-Dart in den Kescher reingepackt habt, kommt hier die großartige Wand. Die müsst ihr durchbrechen. Und der Erste, der die durchbricht, gewinnt und gewinnt ja auch. Einfach nur deswegen will ich gewinnen, weil ich da durchbrechen will und da durchbrechen Du kannst, das Einzige, wo du durchbrechen kannst, ist die Wand und die nehme ich. Team Elite! Team Elite oder Team Ultra, ich kann dem nichts hinzufügen. Vielen Dank, Elke, das hast du perfekt erklärt. Ich denke, da sind keine Fragen mehr offen. Eine Frage habe ich aber tatsächlich noch. Habt ihr richtig Bock? Ja. Wir sind sehr, sehr heiß. Ich will euch trotzdem jetzt einstimmen. Ich sag mal, Safety first, die Brillen gehen auf und ihr wisst, was ihr antworten müsst, wenn ich sage... Nerf! So geht Action! Los geht's mit dem großen Finale! Fion Time, Team Elite, bereit? Ja. Team Ultra, hey Moritz, bereit? Wer ist bereit? Das Finale der Nerf Arena Battle Challenge startet in 3, 2, 1, los! Let's go! Komm schon! Okay, hey Moritz, geht nach vorne! Da fallen die Becher! Jeweils einer steht Wechsel, noch. Jawohl, ist das spannend? Da ist die Speed Ultra im Einsatz. Los, Digga, ein Becher! Moritz kann in Ruhe zielen. Ja! Der Becher ist geflogen! Jetzt geht's los! Komm, Finn! Let's go, schnell abmachen und Helm der Helm ab, Moritz! Helm, alles klar, Moritz, wir machen Platz! Und hier einfach durch! Wunderbar, richtig machen! Oh. Und er wirft alle Reifen in den Weg, das ist mal durch die Würfelwand! Durch die Schaumstoffwürfelwand! Der absolute Wahnsinn, was hier los ist im großen Finale! Und jetzt geht's los! Moritz hat schon die Brille auf! Moritz hat schon die Brille auf! Da? Oder wo? Hier. Ja, okay. Lauf, okay. Drücken. Okay, sag so. Weiter nach links, weiter nach links. Ja. So. Bist du den Trigger nicht? Ganz genau. Oh, jetzt hat er den Airblitz. Versuch's nochmal. Okay, go. Drück. Finn ist auch da. Schade, okay. Und nein, ist nichts mehr drin. Okay. Weiter nach oben, hoch, links. Bisschen runter. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter links. Bisschen weiter runter. Ja, sehr stark. Heile. Tut dir erlaubt. Nein. Okay, jetzt musst du den Schuss. Okay. Einfach abholen. Das du, Digga. First try, komm. Let's go, first try, Digga. Nein. Lad nach. Wir sind noch lange nicht fertig, Digga. Du hast Zeit. Mach dir keinen Stress, du hast Zeit. Unten? Was war? Rechts. Jetzt ziehst du nach links. Ja, Treffer. Runter. Hol dir, komm! Komm schon! Let's go! Was ist das? Was war das denn? Nachladen! Nein, der hat den guten, Digga! Komm! Was muss ich machen? Nachladen nach hinten, einmal da rein in den Kescher! Komm, dann machst du! Scheiß drauf! Ja! Finn hat es getan! Finn hat es bekommen! Was für ein Finale ist das denn bitte, Leute? Wahnsinn, das war so knapp, Digga. Mann. Wow, Leute. Was eine Aufholjagd wieder. Ey, aber wie wir das gemacht haben mit diesem Blinden, ne? So gut gemacht. Alter, nur die Drohne wollte leider am Ende nicht. Eine Sekunde nach dem Drohne rein. Ich habe so lange an diesem Gürtel gehangen. Wahnsinn, an beide wirklich größten Respekt. Ihr habt alles gegeben, was ihr geben konntet. Auch eure Kollegen hier im Team jeweils. Der schön ins Ohr geflüstert. Und das war eine wirkliche Teamleistung. Es war ganz groß. Ich hatte einfach Pech am Ende. Wenn ich diese, ich habe gesehen diese kleinen, ich hatte die kleine, ich denke so, okay, Bro, das ist vorbei. Okay. Wirklich der absolute Wahnsinn. Wir sind sehr froh. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Jetzt wollen wir natürlich noch mal rausbekommen, was es denn dafür gibt. Wir haben es vorhin schon gesehen. Deswegen rein mit dem Pokal. Da ist er! Und ihr dürft ihn langsam. Gewinner des Nerf Battle Arena Festivals. AK, was war das für ein riesengroßes Fest? Wahnsinn! Ich hab's vor Spannung nicht ausgehalten. Das war wie im Spielfilm. Finde ich genauso, aber ich denke, jetzt gehört die Bühne den Gewinnern des Nerf Arena Battle. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, AK. Du mit dabei warst.
Wir schauen jetzt einfach zu, wie hier gefeiert wird, wie hier gefeuert wird, wie hier gefeiert wird. Ah. Auf geht's, herzlichen Glückwunsch nochmal den Gewinnern und Gewinnern. Das ist das Ding. Schön, oder? Hey. Schön, oder? Hey. Ich geh nach Hause. Hey.